Das heißt, du bist jetzt wieder, du bist jetzt, also deine Aussage dahinter ist, du kannst nicht in der Mitte sein, du musst dich entscheiden zwischen links und rechts. Ja, schon, finde ich schon. Gut, dann fahren wir mal rum. Wer von Ihnen ist rechts? Das hat ja immer so einen negativen Beigeschmack. Es ist wirklich so, ne? Ich habe jetzt, es gibt ja jetzt die AfD und die kennt man, alle lachen drüber, aber die sind ja auch wirklich gefährlich, wissen wir ja auch. Die sind nicht aus der Mitte, das stimmt ja nicht. Es ist nicht so, ne? Die AfD ist einfach nur von vorne bis hinten dumm, ist das richtig? Ja. Gut. Ja, ich glaube schon. Man kann das, ja. Also. Es war ja Bürgerschaftswahl hier und es gab ja auch die AfD. Und ich wohne ja immer noch in Winterhude. In Winterhude gab es auch so einen kleinen, dicken, hässlichen Mann, der auch bestimmt was mit IT am Hut hatte. So, und der ja, Mann. Alter, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne, wenn bei uns eine Sicherung mehr durchgebrannt wäre, ja, dann würdest du nicht mehr dein Kind anschreien, so, sondern würdest sagen: Okay, wer ist schuld, dass ich das nicht machen kann? Die Ausländer! So, das glaube ich wirklich. Das Prinzip ist ja das gleiche. Das ist einfach nur so eine Sicherung mehr durchgebrannt. So, weil ich glaube, dieses Prinzip haben wir in uns. Das heißt, von der Wertigkeit kommt erst mein Kind und dann kommen die Ausländer. Das ist so. Du meinst, ich habe einen Schritt rechtzeitig. Du bist ein, ja, mein bist Kind steht für alle Syrer, die kommen. Ich meine nur das Grundprinzip. So das Grundprinzip zu sagen, so, okay, mir geht's gerade scheiße, wen kann ich dafür verantwortlich machen? So, und dann sucht man sich zumindest Leute aus seiner Umgebung, da kriegt man nämlich noch ein Feedback, nämlich das Feedback, halt's Maul, du bist selber schuld. Und der Trick ist ja dann, jemanden zu nehmen, der gar nicht da ist, der sich gar nicht wehren kann. Der auch kein Deutsch spricht. Der auch kein Deutsch spricht. So einfach der dann so, auch antwortet, du brauchst dann das, ja, ganz genau. Ja. Ah, das ist natürlich schlau. Ja, und ich meine, man hört ja relativ selten von so Islamisten, dass Islamisten irgendwie zusammenstehen. Also die sind furchtbar. Also da will ich, also nicht, dass ich falsch verstehe. Kennt keinen. Wirklich furchtbar. Ja gut, aber so IS-Propaganda kennt man ja. So, das ist schon wirklich furchtbar. Kenne ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, was. Das ist krass. Meine Schwester ist 12 und die meinte letztens, diese Videos sind ja alle super krass. Ich meine, welche Videos? Die von der Enthauptung. Ich meine, warum hast du dir das angeguckt? Und sie meinte, alle reden immer von Enthauptung. Ich wusste nicht, wie man sich das vorstellen soll. Und dann fiel mir auf, muss ich ja auch nicht. Danach. Dann hat sie sich die Videos angeguckt. Ja. Und dann meinte sie, ja, beim einen war das zu verpixelt, also hat sie noch ein anderes angeguckt. Und irgendwann war sie in diesem Strudel drin. Mittlerweile spricht sie fließend Arabisch. Nee, eigentlich bewundere ich das. Jemand, der sagt irgendwie, okay, ich möchte da jetzt einsteigen in dieses Thema, ich gucke mir das jetzt wirklich an. Hat das jemand mal gesehen, so eine Enthauptung? Man muss doch keine Enthauptung zu sehen und so, ja, also man kann doch nicht sagen so, ja, aber hä, wieso sagst du denn was gegen Enthauptung? Du weißt doch gar nicht, wie das ist. Hast du dich da mal informiert? Also, hä? Also, was ist das denn mit Scheiß?